Die Frage war immer, wie erreiche ich, dass die Studierenden eine gute Note schreiben. Wir haben sehr viele Fünfer gehabt und das ist oft traurig. Das muss ich offen dazu sagen. Und dann habe ich mir viele Fragen gestellt, Experimente durchgeführt, wie kann ich diesen Punkt verbessern. Erste Geschichte, und heute darf ich das ganze Fach verantworten und dadurch begleite ich jedes Jahr über 2000 Studierende. Ich frage Schüler, vorige Woche habe ich 90 Schüler und Schülerinnen an der WU gehabt, wer möchte von euch eine Prüfung mit einer positiven Note abschließen? Alle sagen, nicht 100%. Und die nächste Frage ist dann, wer von euch schreibt gerne eine Hausübung? Das ist deutlich weniger, das ist ganz, ganz wenig. Ich habe hier Bilder mitgenommen, das war ein Vortrag an der WU Wien. Wir sehen, erste Frage, wer möchte eine positive Note? Alle, na ganz klar. Wer schreibt gerne Hausübungen? Die sind aber lehrend in diesem Fall gewesen. Bei den Schülern ist das Ergebnis noch deutlich stärker in eine Richtung. Das heißt, die Schüler sagen, na, ich verstehe das auch jetzt im Nachhinein. Wir haben ungefähr 10% der Leute, die gerne eine Hausübung schreiben. Ich selber habe eine Freundin, die macht ein Studium nach dem anderen. Das heißt, da geht es um das Lernen, um die Auseinandersetzung mit Inhalten. Wie andere gern Netflix schauen, wobei das werden ein bisschen mehr sein als 10%, wie andere gern WhatsApp-Nachrichten schreiben oder das oder jenes. Das ist zutiefst menschlich, aber das waren auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wie habe ich begonnen, so um das Jahr 2000? Motivationsforschung ist groß geworden. Auch im deutschsprachigen Raum, in der populären Literatur über Sprenger beispielsweise, der gesagt hat, Motivation kann ich nicht erhöhen, aber ich kann sie verdrängen. Die Motivationsverdrängung ist ganz groß geworden über den sogenannten Crowding-Out-Effekt. Und zwar diese Wechselwirkung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Die beste Motivationsqualität habe ich, wenn Leute Freude haben, sich mit einer Thematik auseinandersetzen. Wenn der gerne trainieren geht, wie ein Marcel Hirscher, sich mit der Thematik bis ins kleinste Detail beschäftigt, dann ist es die höchste Form der Motivation. Extrinsisch ist, ich habe klipp und klar Anreize von außen, ich belohne quasi, bitte lerne, und wenn er belohnt wird, dann setzt er sich damit auseinander. Und dieser Crowding-Out-Effekt, das ist eine ganz blöde Geschichte, weil wenn ich zuerst eine intrinsische Motivation habe, die Leute haben eine Freude und ich führe dann eine Belohnung ein, dann wird die Motivation verdrängt. Ich zerstöre quasi die Motivation. Und dieses Thema haben wir leider in der Schule. Kinder freuen sich in der Regel auf den ersten Schultag und fragen wir sie dann 3, 4, 5 Jahre später, schaut das Ergebnis anders aus? Und wir haben das auch häufig im Berufsleben. Das heißt, die Zahlen sind sehr ernüchternd, wenn du fragst, wie motiviert bist du. Ich habe es hier noch einmal dargelegt. Das heißt, jemand macht eine Sache gerne, er wird belohnt, er kriegt noch mehr Geld, er wird wieder belohnt und irgendwann macht er es dann nur mehr wegen dem Geld. Das ist beispielsweise auch beim Rasenmähen. Wenn ein kleiner Bub zu Hause den Rasen mit, alle haben eine Freude, Papa, Opa, alle freuen sich, er wird belohnt, er kriegt dort 2 Euro, 2 Euro und das nächste Mal, er hält schon die Hand auf. Und beim Lernen ist es ähnlich, ich mag es dann nur mehr, belohnt zu werden und die Motivation ist zerstört. Das war das ganz große Thema. Und dann sind die Diskussionen auch in der deutschen Betriebswirtschaft. Das ist eine Zeitschrift, die war bei den Betriebswirten regelmäßig sehr hoch angesehen. Mittlerweile ist sie ein bisschen nach unten gegangen, weil das Englischsprachige so hoch gehoben wurde. Aber auch in der deutschen Betriebswirtschaft haben Osterloh Frey, das sind zwei Schweizer Autoren, gesagt, ich kann Motivation möglicherweise doch erhöhen. Und alle haben aber gesagt, na, die spinnen, die haben das nur anekdotisch belegt, eine Motivationserhöhung. Und zwar anekdotisch, sie haben das am Beispiel eines Bergsteigers gebracht. Jemand geht gerne am Berg rauf, weil er Freude hat. Und wenn er herunten ist, erzählt er, ich war am Berg oben und er bekommt dann Anerkennung. Anerkennung ist von außen, ist extrinsisch. Das war so ein Momentum, was ich mir gelesen habe, heute, das kann irgendwo Sinn machen, aber alle anderen Autoren bis hin zu den großen Amerikanern, D.C. Ryan, haben gesagt, na, Motivation kann ich nur verdrängen, aber ich kann sie nicht erhöhen. Gut, Ausgangslage, das ist sehr ernüchternd.
Und ich habe das auch immer wieder vorgetragen und alle haben zu mir gesagt, Motivationserhöhung funktioniert nicht. Vergiss diese Geschichte. Wir haben teilweise sogar in der Lehrbuchliteratur drinnen, Motivation ist auch eine Form von Manipulation. Ich habe gesagt, nein, und das kann es nicht gehen. Ich brauche eine positive, einen Aufbruch, eine Stimmung und nicht eine, wo es verdrängt wird, wo es nach unten geht. Ja. Und dann Lernverhalten und Prüfungsergebnisse. Ich war so ab den 2000er Jahren der Prüfungsverantwortliche für Personalführung, Organisation. Und wir haben das dann so ab 2005 publiziert, sehr häufig mit der Margit Kastner. Wir sehen hier eine Publikation aus dem Jahr 2007. Und hier ist abgebildet das Verhalten der Studierenden. Das haben wir festgehalten über Logfiles. Und zwar, was machen Studierende 6 Wochen vor der Prüfung? Was machen sie 5 Wochen vor der Prüfung? 4 Wochen und 1 Woche vor der Prüfung? Und wir sehen das Verhalten zu Beginn. Da ist ganz, ganz wenig Lernverhalten. Nicht? Und dann, Entschuldigung, und am Ende wird dann gelernt, gebüffelt ohne Ende. Und das ist aber nicht das Unikum der WU Wien, das ist an allen Universitäten, das ist auch in Unternehmen so, dass kurz vor Abgabenende wird gebüffelt, wird intensiv gelernt. Und wir sehen aber, das ist das eine, und das ein zweites Ergebnis sehen wir hier schon, Leute, die mit sehr gut oder gut abschneiden, die fangen schon 6 Wochen vor einer Prüfung an und erhöhen schrittweise ihr Lernverhalten und dann 1 Woche vor der Prüfung können sie gut auch die Prüfung schreiben, mit einem 1er oder 2er abschließen, was eine super Geschichte ist für alle Beteiligten. Das ist der Punkt. Zweite Sache ist, wir sehen es hier drunter, die 5er-Kandidaten schaffen das nicht. Das ist das sogenannte Bulimie-Lernen. Die lernen zwar intensiv, das ist schon positiv, sie lernen intensiv, aber unmittelbar vor der Prüfung und das reicht dann leider nicht aus und sie purzeln durch. Jetzt bin ich hergegangen, habe diese Ergebnisse angesehen, bin in die Vorlesung reingegangen, große Vorlesung, 600 Leute in der Vorlesung, habe ich gesagt, Leute, schaut her, bitte lernen, mach was in der ersten Woche schon. Wir haben da 600 Beispiele online zur Verfügung gestellt, setz dich damit auseinander, tu was. Habe das noch immer eingebettet in Theorie. Wir sind an einer Universität, habe ich gesagt, du, pass auf, ich tue nicht jetzt nur erzählen, sondern in die sogenannte Erwartungsvalenztheorie. Das heißt, ich habe eine Erwartungshaltung, dass eine bestimmte Handlung zu einem Ergebnis führt. Beispielsweise, wenn ich lerne, dass ich eine gute Prüfung schreibe. Und Valenz ist der Nutzen, den ich davon habe. Das ist eine Theorie, wo wir dem Mensch ein rationales Verhalten unterstellen, das er durchrechnet über kognitive Prozesse. Wenn ich lerne, dann bestehe ich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit die Prüfung. Erwartete Nutzen ist gleich die Wahrscheinlichkeit einer Handlung und den Nutzen, dann, dass ich davon habe. Ich habe gesagt, lernt's. Was ist passiert? Genau das gleiche Ergebnis. Es ist nichts passiert. Das heißt, ich kann reden und das war schon meine Intention, dass ich mich dorthin stehe und das Beste gebe und so weiter. Aber im Prinzip genau das gleiche Ergebnis. Es hat sich nichts verändert. Erste Geschichte. Zweite Geschichte, ich bin dann noch einen Schritt weiter gegangen, habe mir den Intelligenzquotienten angesehen, der Studierenden. Das ist super. Die haben ein IQ deutlich über 100. Ich habe nur eine Studierende gehabt mit ausländischer Muttersprache unter 100. Und ist klar, wenn ich eine Frage in deutscher Sprache stelle und die Kollegin kann nicht so gut Deutsch, dass sie dann weniger IQ erreicht. Also das heißt, ein IQ ist bei weitem nicht gelegen, sondern es ist quasi dieses kontinuierliche Lernverhalten. Das ist so ein erster wichtiger Punkt. Und das haben auch die Untersuchungsresultate gezeigt über Ebbinghaus so ab Ende des 19. Jahrhunderts. Der hat schon gezeigt, über wiederholte Lernsequenzen schaffe ich es, dass die Studierenden besser sind und besser auch abschneiden. Gut, dann bin ich weitergegangen. Ich habe den Studierenden Hausübungen gegeben. Und zwar
wieder mit dem Ziel, dass sie bereits in der ersten Woche, in der ersten Vorlesungswoche zu lernen beginnen. Nur die Frage ist, wer macht die Hausübung? Ich habe hier 1027 Studierende, die die Hausübung nicht geschrieben haben, und lediglich 90 Studierende haben die Hausübung verfasst. Das heißt, auch dieses Instrument ist ja gute Geschichte, haben es mir leider nicht angenommen. Ich habe es gegeben, die Hausübung. Ja, aber damit sind wir bei dem Punkt, wer macht so eine Hausübung? Gerade wenn wir heute denken, es ist ja schönes Wetter, da gibt es oft andere Intentionen, das muss man ganz offen sagen. Ich habe nur, wir haben da erste Hausübung, zweite Hausübung, dann bin ich hier unten, letzte Hausübung, und kurz vor der Prüfung haben 253 Studierende die Hausübung gemacht. Das heißt, kurz vor der Prüfung, dann werden sie aktiv, dann beginnen sie zu lernen. Das ist schon eine wichtige Geschichte, ein wichtiges Instrumentarium. Ich habe eine Deadline und dann werden sie aktiv, aber da habe ich wieder Bulimie lernen. Das heißt, es reicht nicht. Das ist egal, ob ich Wirtschaftler werde, andere Fächer belege. Ich brauche eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Lehrinhalt. Ich habe dann auch immer wieder gefragt, was ist das Thema? Prokrastination ist aufgetaucht. Das heißt, viele verschiedene Dinge werden beleuchtet. Es werden die Bleistifte gespitzt, es wird ein Glas Wasser geholt und so weiter. Es wird alles gemacht, nur nicht das Eigentliche, quasi das Lernen zu beginnen. Das war so in den 2000er Jahren. Heute ist wahrscheinlich WhatsApp ganz eine große Geschichte. Das heißt, wo immer wieder was reinkommt, ein Thema, und wir da beleuchtet wird. Und dann rede ich mit den Studenten, was machen sie? Sie dann sogar Wäsche waschen und die Wohnung putzen. Das macht kein Mensch normal freiwillig, zumindest von den Jungen. Ist nicht so beliebt. Gell? Facebook, Instagram, WhatsApp, die Powernap, nicht? Dass Kraft geholt wird, 5. Und dann wird die Snooze-Taste alle 5 Minuten gedrückt und so weiter. Ich formatiere ewig das Deckblatt für meine Seminararbeit. Nur nicht, um wirklich zu beginnen. Das heißt, der Punkt ist quasi dieses Beginnen, dieses Anfangen zu tun, und das wird über Stunden hinausgeschoben. Ja, ich fange immer in der nächsten vollen Stunde an zu lernen, verpasse ich diese, dann muss ich halt wieder bis zur nächsten Stunde warten, dass ich quasi beginnen kann. Die mangelnde Aktivierungsenergie, das ist das ganz große Problem. Und zwar, wir Menschen brauchen offensichtlich Belohnungen. Keine spürbare, keine sichtbare Belohnung für Tätigkeiten, die strategischer Natur sind. Daher, wenn es da beim Handy klingelt, wenn es laut ist und so weiter, da schauen wir sofort hin. Oft heute, mir passiert selber immer wieder, dass ich es oft gar nicht aushalte und schaue, wer hat mir geschrieben. Ne? Ich stecke schon weg oder tue es verstecken und alle Lautfunktionen, dass es nicht irgendwie aufpoppt. Aber das ist das ganz, ganz große Thema. Und beim Lernen kriege ich nicht gleich eine Belohnung. Ich habe einen Kollegen gehabt, der strategisch ein bisschen anders vorgegangen, der hat wirklich 8 Stunden am Tag gelernt und am Abend hat er immer Kuchen gebacken. Das war seine Belohnung, siehst du etwas daraus. Auch das kann eine Form sein, aber das ist eben das ganz, ganz große Thema. Ja, und ich habe Experimente durchgeführt über die Hausübungen und so weiter und habe auch viel über die Motivation gelesen. Ich habe gewusst, Motivation kann zerstört werden. Beim Rasenmähen, beim Lernen, über die Belohnungen, das wirkt leider viel zu wenig. Ich habe Frei Osterloh zitiert, Frei Osterloh haben gesagt, ich kann beides haben, extrinsische und intrinsische Motivation. Wenn ich am Berg raufgehe, dann kann so etwas wie Freude entstehen, oder ich habe eine Freude und zugleich bekomme ich auch Anerkennung, wenn ich da am Großvenediger oben stehe und ein Foto mache und das vielleicht sogar in die Welt hinaus posaune. Das war das eine. Und das zweite ist, wir haben sie dann im postgradualen Management-Lehrgang über Aporien beschäftigt. Aporien sind Widersprüche, die keine Widersprüche sind. Wir im abendländischen Denken haben sehr häufig dieses Entweder-Oder. Entweder ist etwas falsch oder richtig, das haben wir auch bei den Prüfungen. Entweder ist kalt oder warm und so weiter. Aber die Frage ist, Aporien, wie kann ich zwei Ideen, zwei Gedankenkonstrukte miteinander verbinden? Beispielsweise, ich möchte heute einen Individualismus haben.
ich möchte frei sein und frei reisen, das möchten viele von uns. Meine Eltern, die fahren lieber organisiert weg. Das ist aber eine andere Generation. Und wenn ich meine Freiheit leben möchte, dann brauche ich aber Stabilität, ich brauche Routinen, ich brauche Flugpläne, auf die ich mich verlassen kann. Das heißt, Freiheit geht nur über Ordnung, über Stabilität. Und die Frage ist, wie kann ich diese beiden theoretischen Konstrukte zusammenführen? Weil auch diese Ryan, das sind die ganz Großen, die haben gesagt, entweder gibt es eine externe Belohnung, die ganz große, oder, nächste Geschichte, eine interne Motivation. Externe ist über Bestrafungen und Belohnungen. Das sind die beiden Extremformen. Und intern, ich habe Interesse, ich habe Freude. Und davon gehen wir aus, dass wir Interesse, Freude haben. Junge Menschen, die gehen voller Energie in die Thematik hinein. Und dazwischen haben sie die extrinsische Motivation. Und das ist noch die große Leistung dieser beiden amerikanischen Autoren. Etwas extern. Ich mache etwas, weil es für andere wichtig ist oder um interne Belohnungen zu erhalten oder weil es mir persönlich wichtig ist. Da sind wir aber schon stärker hin und das ist die große Leistung dieser beiden Autoren, dass sie abstufen, diese externe und extrinsische Motivation. Und ich habe es unten noch einmal, und das haben wir 2016 auch publiziert, links haben wir diese Motivation minderer Qualität, die kontrollierte Motivation, immer wenn sie kontrolliert werden von außen über Belohnungen, beispielsweise über Bestrafungen, und die autonome Form, mir selber ist etwas wichtig, daher führe ich es durch. Das ist also dieses Grundmodell. Und dann, das ist schon auch ein Punkt, wir haben hier Amotivierte. Das heißt, der hat hier kein Ziel. Auch das gibt es. Das muss man auch irgendwo sagen und erkennen, das gibt es. Da ist natürlich schwierig, nicht? Aber wir haben hier eine ganz große Bandbreite zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Ja, und ich bitte, ich habe das Bild jetzt noch einmal genommen, alle möchten eine gute Note, und man muss das auch verstehen, das ist zutiefst menschlich, dass wir erst etwas tun, kurz vor Abgabeende, dass das Ganze besteht. Und ich habe, ich glaube, es geht um eine Änderung des Mindsets. Wir, und ich wurde auch so ausgebildet, du musst gut unterrichten, du brauchst Superfolien, du sollst eine deutliche Sprache haben und so weiter. Ich glaube, es geht um eine andere Geschichte. Wir sollen schon das Beste geben, aber im Mittelpunkt sollten meines Erachtens nach die Studierenden stehen. Das ist die ganz große Frage, was kann ich tun, damit die Studierenden lernen? Ich habe das auch einmal vorgetragen an der Pädagogischen Hochschule in Vorarlberg. Die Lehrkräfte haben gesagt, ja, super Idee. Die haben zugehört. Und andere weiter oben, da gibt es auch viele politische Interessen sehr häufig, die haben damit oft dann weniger Freude. Aber ich glaube, es geht nicht um die Kontrolle der Lehrkräfte, sondern dass wir die Studierenden schauen, dass wir hier einen Zug zum Tor bekommen, dass wir sie aktivieren und quasi Positives generieren können. Das wäre das Schöne. Und ich bin dann auf etwas gestoßen, wobei ich habe das vorher gemacht. Richard Thaler hat 2017 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten für seine Arbeiten über Nudging. Und zwar ist eine Methode, wo Menschen in eine gewünschte Richtung bewegen. Das ist das Wichtige. Der Student möchte eine gute Note haben. Der möchte das Studium bestehen. Davon gehen wir aus. Und das ist die Frage, kann ich irgendwie ihn bewegen? Kann ich ihn positiv hier Maßnahmen setzen? Und dieses Nudging ist jetzt eine große Geschichte geworden, das Anstupsen. Und es gibt auch Nudging über kleine Anreize. Das heißt, ich habe auch immer wieder vorgetragen, die beispielsweise ein IT-Leiter von große Deutsche Bank, und zwar namentlich die Deutsche Bank, wo ich gesagt habe, ich gebe manchmal ganz kleine Anreize, 20 Cent, und sage, da können deine Studierenden nicht rechnen, wenn 20 Cent macht heute keiner was. Und dann hat er aber überlegt, sagt er, naja, vielleicht kommt es doch so über kleine Geschichten, dass es eine große Wirkung haben kann. Ja, ich habe
Also dieses ganz kleine Anreize, dieses ist eine wichtige Geschichte. Und dann habe ich sehr viel über Sozialpsychologie gelesen und das hat mich interessiert. Die Amerikaner haben dann ab den 1950er Jahren sehr viel geforscht und haben gefragt, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie beispielsweise grün wählen. Und die Versuche sind gelungen. Sie haben zuerst, also in zwei Schritten vorgegangen, zuerst gesagt, darf ich in einem Garten eine Tafel aufstehen, wo oben steht, unterstütze die grüne Bewegung XY. Relativ harmlos, gar nicht die grüne Partei. Die Leute haben gesagt ja. Und wenn sie ja gesagt haben, dann haben sie mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit, wir reden da über 50%, die Grüne Partei gewählt. Das hat mir nicht gefallen. Und ich habe überlegt, wie kann ich das nutzen? Weil es geht nicht um Manipulation, es geht um eine positive Kraft, um eine positive Wirkung, dass Motivation entsteht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist aber über Kleinheit, und das war jetzt ja vorher das Anstupsen, geht etwas mit der Theorie der unzureichenden Rechtfertigung einher. Das heißt, wenn ich 20 Cent kriege, und das ist ganz wenig, und ich frage dich, warum machst du die Hausübung? Dann kannst du nicht sagen, wegen 20 Cent, weil das ist so wenig, sondern dann ist die Begründung wegen, weil es mich interessiert, weil ich eine positive Note möchte, die interne Rechtfertigung. Und wir wollen ja alle gute Menschen sein. Das ist der interne Locus of Control dann weitergedacht. Und wichtig ist, dass ich die Leute dazu kriege, dass sie quasi eine interne Überzeugung haben und von sich aus Aktivitäten setzen, beispielsweise die Hausübungen schreiben. Und das ist eine ganz große Geschichte. Denk mal bitte nur dran, wenn ich frage, und das mache ich regelmäßig, du hast eine schlechte Note bekommen, was war die Ursache? Antwort, der Prüfer, die Prüferin. Die Angaben waren so schwer. Aber es ist seltener der interne Locus of Control, sondern wenn es schlecht ist, ist es extern. Und bei positiv, das ist schon wichtig auch, ich bin froh, ich habe genügend gelernt, es ist gut gegangen. Also das heißt, Erfolgserlebnisse werden eher intern attribuiert, negative Geschichten extern. Und wichtig ist, dass ich die Leute dazu bekomme, sie selber sollen Handlungen setzen, die positiv auswirken. Es hilft ja alles nichts, wenn ich immer nur sage, die anderen sind schuld. Ja, und das sage ich meinen jungen Leuten auch, du gehst jetzt also bis 20 Jahre, dann bis 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre und du erlebst verschiedene Situationen und wenn es schlecht gelaufen ist, gibt es nur eine Konstante und die eine Konstante ist immer ich selber, weil ich immer nur ich selber quasi dabei war. Und im Sinne dieser kleinen Anreize, und das ist wichtig, sie müssen wirklich klein sein, haben wir, und zwar ein Student von mir, der Christian Garaus, der heute in der Strategieforschung an der WU arbeitet, eine Pilotstudie durchgeführt und wir haben 278 Studierende gefragt, wie klein müssen die Anreize sein, dass du keinen Finger mehr rühren würdest. Und das heißt, bei 97,5% der Studierenden waren das 0,75 Punkte für eine Hausübung, die eine halbe Stunde dauert. Und daher diese kleinen Anreize, ganz, ganz wenig, wo ich sage, das ist so wenig, da mache ich nichts. Da ist gescheiter, ich drehe den Fernseher auf Netflix oder ich tue meine WhatsApp-Nachrichten beantworten. Und daher haben wir Hausübungen eingeführt. Im ersten Durchgang, Kontrollgruppe, keine Anreize, ca. 10% der Studierenden schreiben eine Hausübung. Das ist auch das Bild, das ich vorher gehabt habe. Und sie üben im Durchschnitt 698 Beispiele freiwillig. Und ich verstehe das. Wer soll freiwillig eine Hausübung schreiben? Und im zweiten Durchgang haben wir ganz kleine Anreize, sogenannte Nudges, eingesetzt, ca. 40% schreiben nun Hausübungen. Das heißt, wir reden von einer Vervierfachung. Das ist die eine Sache. Ich habe dann auch gefragt, warum magst du das? Gründe extern und intern, natürlich, weil es auch eine kleine Belohnung gibt. Und der große Erfolg war dann, die im ersten Durchgang haben 698 Beispiele geübt und da reden wir jetzt bereits von 923 Beispielen. Das heißt, die haben sogar noch mehr
freiwillig geübt. Und das ist schon eine große Geschichte. Und ich glaube, es geht um diese Aktivierungsenergie. Wir wollen viele Geschichten im Leben positiv zu Ende schreiben. Eine große Geschichte ist sicherlich das Studium. Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, wenn ein Studium, wenn da ein Misserfolg eingefahren wird, das mit 40, mit 50, mit 60 Jahren ist es oft noch großes Thema. Warum habe ich das nicht zu Ende gebracht? Und es geht um das Beginnen, ähnlich wie heute am Abend. Schlafen gehen oder fernschauen oder laufen gehen. Die Motivation zu Beginn aufbringen, die ersten 10 Minuten, wenn ich laufen gehe, 10 Minuten, Viertelstunde, dann habe ich die Energie wieder gedreht. Diese positive. Und unser Buch, das Personalmanagement, Führung, Organisation, das ist so ein Schmöker. 500 Seiten, es ist wirklich unsexy von der Dicke her, dass sich ein junger Mann, eine junge Frau hinsetzt und dann sich damit auseinandersetzt. Aber der Appetit kommt beim Essen, das ist der Punkt. Anfangen, einfach tun, alles andere weg und dann kann sehr viel positive Motivation entstehen. Und dazu, wir sehen hier die Kontrollgruppe, ich habe noch einmal diese Ergebnisse abgebildet, 698 Fragen versus 923 Fragen, die eine Geschichte und auch die Qualität ist gestiegen. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, eine Vervierfachung des Ergebnisses und das bei einer deutlich höheren Ergebnisse. Und da waren wir dann schon sehr dankbar. Das heißt, in der AOM, das ist wirklich eine große amerikanische Geschichte, da sind 13.000 Leute auf der Konferenz, die Academy of Management, und wir durften da in der Zeitschrift publizieren, die erste Geschichte und dann auch im Harvard Business Review. Und das, da geht es um praktische Wirkung, ob das wirklich auch eine praktische Relevanz hat. Hm? Ausgangssituation, das Externe verdrängt das Interne. Das heißt, ich gebe Anreize, eine vorhandene intrinsische Motivation wird verdrängt. Und alle haben gesagt, das kannst du nicht beweisen, Motivationsaufbau, das funktioniert nicht. Vergiss es. Und ich habe durch die Experimente nachweisen können, und das ist das Schöne, dass nicht alle externen Anreize eine von innen kommende Motivation verdrängen, sondern im Gegenteil auch zum Motivationsaufbau führen können. Das extern, wenn es klein genug ist, auch über die Theorie der internen Rechtfertigung, kann das Interne größer werden. Und das ist quasi das Schöne. Und ich, um die Aporie aufzulösen, dieser Widerspruch, der keiner ist, das heißt, ich nehme das Externe und das kann zum Aufbau einer intrinsischen oder auch integrierten Regulation führen. Und das ist eine super Geschichte. Ich brauche beides und sollte beides nutzen. Aber nur, wenn es ganz, ganz klein ist. Und da hat mir die Philosophie bei der Beantwortung dieser Fragestellung schon geholfen, dass ich da erfahren habe, dass beides sehr wohl möglich ist. Das Extrinsische und sehr wohl auch das Intrinsische. Ja, Impact, ich wollte immer, und das ist mir schon gelungen, Untersuchungen durchführen, die wirklich einen praktischen Impact haben. Das ist das Schöne. Ja, und es sind kleine Anreize. Und wir haben von den Symbolen her, ein kleiner Schlüssel öffnet oft eine Truhe mit wertvollem Inhalt. Wir haben es auch, ein kleiner Schalter bringt eine große Maschine in Gang. Und daher bin ich sehr dankbar, Frau Zwiehau, dass wir da noch mit diskutiert haben. Es geht um kleine Geschichten. Es wird heutzutage sehr viel Geld ausgegeben. Und am besten ist, wenn ich das Geld gar nicht ausgeben will. Was rauskommt, ist oft so zum... Es tut weh oft. Ich rede hier aber im großen öffentlichen Rahmen, was wir ja alle sehen in den Medien, wo da wieder und dort wieder wird ein Projekt gemacht und so weiter. Es können kleine Geschichten sein, glaube ich, die nachhaltig wirken, um das geht es ja. Und das ist schon auch so, ein kleiner Anreiz kann Lernmotivation bewirken. Das ist noch die Fragestellung, wie setzt man ein, wo setzt man ein. Die Frage ist, wenn wir dann alle Fächer einsetzen, was passiert damit? Da gibt es schon viele Fragen auch noch mit dran gekoppelt. Das muss man ganz offen sagen. Aber ich sehe auch das Positive, dass wir hier auf höchster akademischer Ebene publizieren konnten. Und da bin ich, jetzt entsteht
eine Broschüre an der WU Wien und wir haben hier internationale Gutachter gehabt, beispielsweise von der Universität St. Gallen und Christian Garaus. Und ich haben uns auch behaupten können, das heißt, wir haben positive Gutachten erhalten und der Crowding-In-Effekt, das heißt, der Motivationserhöhe-Effekt wird jetzt im nächsten Monat auch hier publiziert. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für den Vortrag und freue mich dann schon auf die anschließenden Fragen. Dankeschön.